Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Bauch effektiv und zwar nur im Stehen. Wir bleiben also wirklich jetzt in Bewegung im Stehen. Wir werden Schritte machen, Fette verbrennen, Energie verbrauchen und natürlich zwischendurch immer wieder unsere Bauchmuskulatur kräftigen. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind zwischendurch erlaubt, ganz klar. Du kannst auch so ein bisschen in Bewegung bleiben, wenn du Pause machst. Also vielleicht nicht ganz stehen bleiben. Richte dich auf jeden Fall zuerst auf. Stell dich hüftschmal auf. Wenn du dein Brustbein hebst, dann streckt sich nämlich auch schon unser Bauch. Also dann wird der Bauch noch flacher und die Taille formt sich noch mehr. Im Gegensatz zu, wenn wir krumm stehen, dann kommt der Bauch nach vorne raus und die Taille wird nicht schmäler, wird eher breiter. Also richte dich nochmal auf, Brustbein anheben, Schultern gleich zurückziehen nach hinten, unten. Lass mal beide Schultern kurz kreisen, nimm sie nach oben, nach unten. Die Knie sind etwas durchlässig, wichtig. Jawohl, dann ruhig auch ein bisschen größer werden, deine Ellbogen zurückziehen, ganz locker lassen, wichtig, wirklich. Ganz entspannt. Und dann nimmst du beide Arme nach oben und jetzt streckst du und räkelst dich. Ziehst den Bauch lang, mal rechts, mal links strecken. Bauch und Rücken dehnen, so durchblutest du die Muskulatur. Dehnst die Faszien natürlich. Also richtig lang ziehen. Und du machst genau die Bewegung weiter und kommst jetzt etwas mehr in die Grätsche. Immer noch rechts und links, abrollen. Dann lässt du die Arme fallen, machst genauso weiter und nimmst deine Schultern nach hinten. Kreis zurück, rechts und links. Vielleicht denkst du gleich daran, den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Dazu sag's mal, ich. Genau, dann bist du schon viel aktiver in der Körpermitte. Und dann verlagerst du dein Körpergewicht und kreist immer noch mit den Schultern. Und zwar, wenn du rechts tippst, deine rechte Schulter, wenn du links tippst, deine linke Schulter. Groß die Bewegung. Auch hier wieder größer, Ellbogen. Rück nochmal größer und die langen Arme sich nach oben strecken. Lang werden. Und dann schiebst du den Arm zur Seite, das heißt, du rotierst dich. Drehst dich, dafür ist die Bauchmuskulatur natürlich zuständig. Schieb den Arm so richtig fest nach außen weg. Und dann den Arm nach vorne, rechts und links. Und ohne Arme wieder locker lassen, entspannen. Schüttel ruhig so ein bisschen aus. Warm geworden? Sehr gut. Beweg dich nur weiter und hebe jetzt einmal dein rechtes, einmal dein linkes Bein. Und dann halte dein rechtes oben, stopp. Bleib hier, Knie Richtung Fußspitze, Arme seit, Handflächen zu mir. Und jetzt bewegst du den Oberkörper seitlich Richtung Fuß. Kannst unten tippen oder in der Luft bleiben, wenn du magst. Noch zwei. Und zur Mitte kommen, hier bleiben,
entspannen, beide Hände hinter den Kopf. Und jetzt bewegst du deinen Oberkörper nach rechts und links. Spannung im Bauch. Nochmal die seitlichen. Gleich noch die andere Seite, dann klar. Aber jetzt zwischendurch nochmal rechts, links im Wechsel. Wichtig ist immer Brustbein anheben. Also deinen Oberkörper aufgerichtet lassen. Letzten Male. 4, 3, 2, Stopp. Komm zur Mitte zurück. Löse deine Arme. Komm auf dein rechtes Bein. Linkes anheben oder unten tippen. Und los geht's. Seitlich hochziehen. Noch zwei, Standbein merkt man auch. Und zur Mitte kommen, bleib hier. Hände, wenn du kannst, oben schließen, vielleicht sogar strecken. Mach so, wie es für dich okay ist. Und jetzt bewegst du noch einmal deinen Oberkörper nach rechts und links. Geht noch. Je länger der Hebel da oben natürlich, je länger die Arme, umso schwieriger. Vier, drei, zwei und zur Mitte kommen, lösen, auslockern, entspannen. Ganz locker gehen, komm etwas enger zusammen und geh am Platz. Knie richtig hochziehen, komm wieder in Bewegung. Wenn du die Arme bewusst mitnimmst, merkst du bestimmt auch noch mal mehr deine Körpermitte, wie sie aktiv wird. Also wirklich ganz fest neben dem Körper vor- und zurückführen. Dann kommen deine Knie nach oben, rechts und links, hochziehen. Immer noch etwas mitdrehen. Ein Stück weiter nach außen mit deinen Knien. Gar nicht so einfach. Letzten 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 und bleib hier, halte hier. Linken Arm im rechten Winkel zur Seite, rechts darfst du einstützen, Knie Richtung Fußspitzen und jetzt zieht dein rechtes Knie nach diagonal oben. Das heißt, hier die Rippenbögen zu den Beckenknochen zusammenführen oder zueinander führen, zusammen geht nicht, und wieder lösen. Wenn du möchtest, in der Luft oder unten tippen. Kraftvoll.
Geht noch. Und auflösen. Super. Zur Mitte und gleich zur anderen Seite. Spannung und diagonal und wieder lösen. Entweder tippen oder in der Luft versuchen. Geht noch. Noch zweimal. Und zur Mitte kommen. Lösen. Kurzen Moment entspannen. Handballen vorne schließen. Schultern locker und rütteln und schütteln. Kurz unsere tiefen Bauchmuskeln aktivieren. Auch die tiefen Rückenmuskeln. Atmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und locker einen Schritt zur Seite machen. Rechts und links ganz locker gehen. Wir kommen wieder in Bewegung. Beugt die Arme auch hier wieder mit. Kleine Rhythmusvariation. Mach mal weiter. Du machst einfach weiter. Ich mache einmal, mach weiter und halte. Jetzt komm mit. Einmal, zweimal halten und einmal, zweimal halten und einmal. Immer wenn wir so halten, Balance halten, trainieren wir die Bauchmuskeln, also die tiefe Rumpfmuskulatur. Halten. Immer weiter in Bewegung. Du könntest natürlich auch so ein bisschen abspringen, wenn du das Gefühl hast, na, dann möchtest du noch mehr geben. Natürlich. Letzten Male. Und jetzt nur hin und her. Und da bleibst du ohne Pause. Tippst außen auf. Bleib hier in Bewegung. Schließ deine Hände, also kreuz die Finger. Schultern sind tief und werde langsamer. Schau mal. Ich drehe meine Hüfte mit. Heb die Ferse. Und jetzt versuchst du, von links zur Mitte, von rechts zur Mitte zu gelangen. Richtig mit Schmackes, genau. Also in der Mitte abbremsen, drehen, abbremsen, drehen. Das Abbremsen aus der Rotation macht der tiefe, quere Bauchmuskel. Gut. Noch mehr. Immer mit dem Atmen verbinden. Ausatmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte in der Mitte. Stopp. Löse kurz auf. Lockere die Hände. Einmal noch die Handballen schließen, Knie beugen und rütteln. Tiefen Muskeln aktivieren. Komm, 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 gib Gas. Tempo. Noch 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurz lösen, Finger verschränken, Schultern locker. Und jetzt kommst du nochmal nach rechts und links und versuchst jetzt aus der Mitte zur Seite abzustoppen. Mitte und Dynamik zur Seite. Gut. Ausatmen. Aus. Aus. Ist nicht so einfach. Macht nichts, versuch's einfach. Versuch's einfach, genau. Wenn es nicht so klappt, alles ist richtig. Noch 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und löse. Kurz auflösen, in Bewegung kommen, locker die Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Dass die Arme locker mitgehen. Vielleicht merkst du schon so ein bisschen was. Ich hoffe doch. Dann mal schneller werden und jetzt eine Runde trippeln. Versuch mal noch schneller zu werden. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Leise natürlich. Gut. Und du merkst schon, selbst so ein Laufen funktioniert ohne Körpermitte, ohne stabile Körpermitte gar nicht so richtig gut. Nochmal schneller, nochmal höher. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker kleiner werden. Lösen, locker lassen. Hüftbreit stehen bleiben, ruhig etwas breiter, genau. Lockere dich aus, schüttel dich noch einen Moment und bleibe hier. Setz dein Gesäß ein Stück nach hinten unten ab. Die Hände hinter den Kopf, Ellbogen so ein bisschen nach vorne. Und jetzt stellst du dir vor, du legst dich über einen riesengroßen Ball. Das heißt, du wirst rund nach vorne gehen. Ellbogen dürfen ruhig ein Stück mit vor, ohne am Kopf zu ziehen. Und dann streckst du wieder deinen Rücken, ziehst die Schulterblätter hinten zusammen. Also nochmal ausatmen, Bauch aktiv und aufrichten, Rückenstreckmuskulatur arbeitet. Nach vorne ist natürlich viel Schwerkraft, aber versuch das Ganze mit deinem Bauch zu machen, die Bewegung nach vorne. Genau, Rückenstrecker. Wenn es nicht mehr geht, Pause einlegen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend, auch für den Rücken. Letztes Mal noch, okay? Und dann geraden Rücken aufrichten, hier bleiben, kurzen Moment lang strecken, räkeln, stehen bleiben, rechtes Knie anheben, linke Hand gegen den Oberschenkel und jetzt versuch aufgerichtet richtig zu drücken.
Drück auf den Oberschenkel. Bleib gerade stehen. Wichtig. Gib Druck, Druck, Druck. Bauch spüren. Und wechseln. Und nochmal. Druck natürlich weiteratmen. Aber so fest du kannst. Spür in deine Bauchmuskulatur hinein. Und wieder lösen. Nochmal. Und Druck. Und wieder lösen. Gut. Und nochmal Druck. Fester. Und lösen. Letzte Runde. Gib Druck. So, Endspurt. Letztes Mal die Seite. Lösen. Gut. Und Druck. Alles geben. Bisschen noch. Und lösen. Entspannen. Fleißig. Spür mal hinein in deinen Bauchmuskel. Vielleicht auch in die Rückenmuskeln. Wie fühlst du dich? Merkst du jetzt so ein gefühltes Korsett um deine Körpermitte? Denn so sollte sich das eigentlich anfühlen, wenn der tiefe Bauchmuskel, der hier liegt, quer mit der Faszie im unteren Rücken die Taille formt. Wenn du jetzt mal ich nochmal sagst, müsstest du ihn spüren oder zieh den Bauchnabel sanft in Richtung Wirbelsäule. Das ist der Muskel. Den kannst du ab und zu im Alltag wunderbar trainieren, im Stehen, im Sitzen, im Liegen. Also immer mal dran denken, ich zu sagen, Bauchnabel nach innen ziehen und dann wieder lösen und das so ein paar Mal hintereinander, dann hast du schon ein super Bauchtraining. Oder du stellst dich ab und zu auf ein Bein, das trainiert auch deine Bauchmuskeln übrigens. Also Gleichgewichtstraining ist immer super für einen flachen Bauch, unsere Haltung. Locker dich aus, atme ein, streck dich, rechts und links ganz lang ziehen. Dann nimm den rechten Fuß, kreuze einfach mal mit dem Fuß hinten und zieh deine ganze rechte Seite lang. Du kannst auch federnde Bewegungen machen. Das Ganze nochmal wechseln zur anderen Seite, kreuzen, entweder halten oder federn. Wieder lösen, auflösen, jetzt öffnen. Jetzt ist wichtig, nochmal ein Bein zurückstrecken. Jetzt kannst du denselben Arm, wenn rechts hinten ist, nochmal öffnen. Spürst du Dehnung? Super. Ausatmen, mach dich rund. Und dann einatmen, gleich die andere Seite. Zurück, vorne ist gebeugt, hinten gestreckt. Wieder lösen, rund werden. Und jede Seite noch einmal aufmachen. Rund. Bauchmuskel möchte auch gedehnt werden. Verkürzt oft, wenn wir viel sitzen müssen, kann man sich gut vorstellen, dass dann der Bauch verkürzt. Deshalb dehnen. Wieder auflösen, entspannen. Schultern lockern, hüftschmal stehen, einatmen, Schultern tief, ausatmen, Schultern hoch. Ein, aus, andersrum wie sonst, ein, aber unsere Schulterheber sind auch die Hilfsmuskeln für die Atmung, also versuch dir bewusst das anzugewöhnen, dass sie unten bleiben beim Einatmen, also einatmen tief, ausatmen hoch, noch einmal ein und dann lässt du die Schultern unten, entspannst dich. Wenn du magst, streck dich noch ein letztes Mal in irgendwie alle Richtungen. Locker dich aus und entspanne dich.
Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du kannst übrigens auch in die Suchzeile von YouTube eingeben, was du suchst. Zum Beispiel eben Gabi Fastner Bauch im Stehen oder Gabi Fastner Bauch, Gabi Fastner Taille, was auch immer. Da findest du bestimmt Videos, die dir auch gefallen. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da könntest du mich mit monatlich 5 Euro, 10 Euro, 20, was auch immer du Lust hast, unterstützen. Du kannst es auch jederzeit wieder abändern. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Oder lade jemanden ein, sich mitzubewegen. Und wenn es dir gefallen hat, gern gefällt mir und einen netten Kommentar. Und ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon.